Geht auch langsam an. Team Rocket hat die Kontrolle über die Sylph Company übernommen. Oh. Habt ihr das gemerkt, Leute? Ich noch nicht. Das ist jetzt komplett neu für mich. So Tatsache. Adfratz, okay. Hier haben einfach alle Entwicklungsbauen von wirklich allem. Egal wie schwach es ist. Okay, das hat man einfach KB abgezogen. Aber ich mache jetzt mit Schlitzer weiter, okay. Natürlich, ohne geht's ja nicht. Wundert mich das nicht, dass hier im Sylph-Co-Gebäude nicht mehr Gegengifte rumliegen. Hätte ich nämlich eigentlich schon gebrauchen. Arg! Wow, auf diesen Augenblick hat der Boss lange gewartet. Okay, dann soll er noch mit länger noch warten. Medizin, Hyperheiler, das Gift wegmachen. So, super daran. Vielleicht auch direkt hinterher noch. So. Fast genau 60 Punkte. So, hier sind ein paar Items. Dann gehen wir jetzt erstmal da ran. Da haben wir dann eine Tür. Ein Hyperheiler, perfekt. Den haben wir wieder zurückbekommen. Ein Sternenstück zum Verkaufen. Das sind auch noch zwei Buchbälle. Ein Fluchtseil, um hier nachher dann so schnell wie möglich rauszukommen, obwohl wir dann eben beim Aufzug sind normalerweise. Fünf Superbälle, okay. Können wir hier drin eher nicht brauchen. Dann nehmen wir das mit. Und ein Beleber, den können wir hier auf jeden Fall brauchen. Ist hier noch ein verstecktes Item? Nein, das ist aber so eine Lücke. Und wenn wir hier oben aufschließen, kommen wir anscheinend nur zu mehr Teleportern. Ah, dann doch nicht, hier ist auch ein Trainer. Was haben wir denn hier? Okay, keine Ahnung. So kompliziert für mich. Meine Pokémon sind meine treuen Untergebenen. Nee, nee, nee. Junger Mann. Dieter. So ja nun nicht. Alles für die Pokémon, alles für den Club. Schlitzer! Lichtschild, na gut, das sind nur physische Attacken an. Zum Beispiel Schlitzer! Kein Fall Wetter, aber ich weiß jetzt, dass ein Schlitzer nicht ausgehen wird, den zu besiegen. Darum Feuerschlag, ich doch lieber. Wollen ja nicht mehr Zeit verbringen, das ist nicht nötig. Volltreffer wird es mal funktionieren, aber Schlitzer ist ja nie ein Volltreffer. Und ein Elektroball, nein, falls es keine Elektroattacken kann, ist es eigentlich nicht schlimm. Okay, es kann Elektroattacken. Anders als ein Vorgänger, was ist da? So, das ist wieder Pokémon Go, irgendwas. Da muss ich ganz kurz antworten. Das ist schlecht, dass der überlebt hat. Naja, ich kann danach nicht mehr ausweichen. Bis wir dran gesetzt haben. Okay, war glaube ich auch trotzdem unbedingt nötig. Alter, das darf doch alles nicht wahr sein. Warum kann ich nicht einfach. Man kann nicht einfach gut sein. Hm? Ja, dann brauchen wir da ewig. So, da antworten wir mal. Damit schon wieder. E-Mail, was will da immer geladen werden, Alter? Meine Güte. Dann wird da immer irgendwas runter. So, Mist, der schwächlichen Pokémon hier. Ach, was? Mega schnell geherzt. Die Türen hier sind alle elektronisch verriegelt. Ohne Schlüsselkarte kriegt man sie nicht auf. Ein ganz kurzer Moment. Wo haben wir es denn?
So. Das auch nochmal machen können. Das ist okay, sehr gut. Aha, zweimal direkt dasselbe, okay. Okay, jetzt können wir weiter. Hier haben wir nochmal den Yoto-Turm. Nein, Teak City-Turm. Nein, keine Ahnung, wie der heißt auf jeden Fall. Hier haben wir noch Teleporter, egal. Doppelwasser, fast übersehen. Und Glurak wieder heilen. Das sollte erstmal genügen. Paraheiler haben wir auch noch. So. Und dann gehen wir uns das nächste Stockwerk ansehen. So, hier Porygon. Stimmt, da habe ich das Video gezeigt und gemerkt, dass mein Ton aus ist die ganze Zeit. Yay. Aber hier ist ein Kapsel Megablock. Okay. Irgendwo hat er einen Namen. Das war einfach nur für den Megablock. Okay. So, hier waren einige Türen noch. So, da drehe ich um. Ich hole mal das Atem hier. Ein Top-Äther kann man gebrauchen. Und dann kämpfen wir. In diesem Stockwerk erforschen wir Pokébälle. Na sowas. Forscher Burkhardt. Mit einem großen, aber großen Schlammer. Großes, aber loses Lammer. So. Ich flüge mal empor, ja. Toxinier mich nicht, bitte. Oder mach das nicht. Toxinier wäre mal lieber gewesen als das. Yep, so hätte ich was denken können. So. Drachenwut trifft auch nicht immer. Ich habe keine Attacken, die mir treffen. Doch, irgendein Pokémon habe ich ja Sternschauer beigebracht. So, okay, dann treffe ich die halt aus, Glurak, damit du nicht drauf gehst. Irgendwas, was Donnerattacken abhaben kann. Ja, eigentlich nichts von denen. Geo war es am ersten, aber stirbt ja gleich, wenn er Level 22 ist. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich treffe, das dauert man nicht. Okay, Glurak, du versuchst es halt, wenn nicht, dann kann man nichts machen. Okay, na schon, passt. Wollen wir nicht mal wechseln. Wie enttäuschend. Tja. Wir haben hier an dem ultimativen Pokéball gearbeitet, mit dem man selbst legendäre Pokémon fangen kann. Sowas. Dann halte ich mich mal. Ich habe noch ein paar Tafel Wasser mit. Drei, um genau zu sein. Sehr gut. Und 3,2 Glurak. Okay, es füllt mir 30 auf. Dann trinke ich doch lieber alle drei gleich. So. Betrinke ich euch ganz in Not auch noch. Füllen jetzt 160 auf oder so. Aha, gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier herumstreunen soll. Na schon. Gerade noch rechtzeitig. Rettern? Okay. Los, Glurak. Tu, was getan werden muss. Und besiege dieses Ding mit einem Schlitzer. Sehr gut. Was ist er doch noch drauf? 30 Toxin, das mögen die Gegner sicher überhaupt nicht. So. Hypno, na, dann können wir weiter. Und versuchst du zu sterben mit dem Schlitzer, weiter. Nee. Da meditiert das Hypno mal ganz kurz und erhöht seinen Angriff. Okay, kein Problem. Ein weiterer Schlitzer reicht ja, warum ich da nie Volltreffer mache damit, obwohl es eine hohe Volltrefferquote hat, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ne? Sternhagel, ja, Sternhagel, Sternwurst.
Seite. 90 Genauigkeit, das reicht. Ja. So. Schluss aus. Es war sehr dumm von dir, dich mit dem Rocket anzulegen. So, wo war es das also? So, eine TM, einfach so, Lichtkanone. Der Stahlattacke, glaube ich. 5 Pokébälle, so. Pokébälle, wo war denn die noch? So, hier wieder die Bilder. Das kann auch ein Lola sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall holen wir uns dieses Nugget hier und dann müssen wir gegen die vierte der berüchtigten Rocket-Schwestern kämpfen. Du hast ja echt Nerven, dem Rocket so respektlos zu begegnen. Ah, dann doch nicht. Okay, dann gibt's doch noch andere weibliche. Genau. Gut. Wie kommt man damit zuwärts daher? Die mit einem Schlitzer gleich wieder wechseln. Das verwirrt mich da, weil das so komisch angezeigt wird. Kein Titel oder so. Und ich glaube, ich habe auch länger keine Zuschauer jetzt mal gehabt. Live, wo ist denn mein Text, Titel und alles? Aktualisiere ich das nochmal. Jetzt steht es wieder da, okay. Na gut, keine Ahnung. Das ist letztens einfach noch nicht geladen. So. 2900 WP schon. Aber da kämpfe ich weiter. 47 schon. Chlor, perfekt. Immer weiter so. Mhm. Aber wie gesagt, mit einem Donnerschlag weg. Der Wollschlag meine ich. So, da macht er immer weiter. Eie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 
Ein Hypertrank. Sowas, mit denen haben wir schon geredet. Das sagt die Frau, dass der Typ ein Feigling ist. Und umgekehrt, und er doch nicht. Er sagt selbst, dass er ein Feigling ist. So, hier kommen wir noch nicht ran. Hallöchen. Ich fände es schrecklich, wenn diese Gauner von Team Rocket, die Sylph Company oder die Pokémon einfach so herumkommandieren könnten, wie es ihnen passt. Ich auch. Ich bin einer der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Na, da haben wir die vierte. Ah, die dritte war nicht. So, ist das ein Duschbindes? Voltoball. Davor habe ich noch nicht so wirklich Schiss. Sollte ich? Na, okay, passt. Und zweites, wie wär's? Jo. Jetzt gibt's lauter Volltreffer, jetzt was nicht braucht, glaube ich. So, noch ein Voltball, okay. Das war ja mal ein Kampf der etwas anderen Art. Okay, ja, vielleicht hatte ich doch Spitze gebraucht. Ja, ich wollte schon angeben, sagen, dass ich immer nur eine Attacke gebraucht habe bei jedem Gegner, aber bei jedem Pokémon. Bei jedem gegnerischen Pokémon, so. Passt eh. Ist der Gegner und Pokémon, also beides. So, tut mir leid, Schwestern. Macht nichts, meine Schwestern werden mich rächen. Wenn du es jetzt mit Angst zu tun bekommst, geh doch nach Hause. Ach nee. Nö, nö, ich hab mir Drachenpuls. Na gut, Attacke. Und da hier diese schöne Tür. Gehe nicht auf den Teleporter. So. Ohne drei Grips-Bonbons. Stimmt, ich sollte echt mal Bonbons bei meinem Pokémon verwenden. So, hier war ich. Eigentlich müsste ich hier auch schon gewesen sein. Da ist noch ein Pokéball drinnen. Habe ich eigentlich schon gekämpft? Habe ich. Okay, das ist noch eine Tür zum Aufmachen. So, okay. Ich mache mal ein paar Bonbons, weil mein Bonbonglas sollte dann schon bald voll sein eigentlich. Flottbonbons. So. Da auf die Initiative. Für alle brauche ich eigentlich nur noch das eine. So. Ach, zwei schon. Ja, jetzt hat sich jetzt schnell geändert. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Wann ich da, wann ich zwei brauche, ich bin nicht sicher. Na, das will ich auch nicht. So. Jetzt okay, einmal geht dann immer noch. Egal. So. Umgänger, ja gut. Es wird schon noch länger gehen, dass ich das ansetze. Eigentlich mehrere gleichzeitig ansetzen? Nein, anscheinend nicht. Okay. So, bei Geowatz ein bisschen Initiative erhöhen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber das ist schon ziemlich das langsamste Pokémon überhaupt. Deshalb werden da ein paar Initiativpunkte mehr jetzt auch nicht. Okay, Smogon will ich ja eigentlich gar nicht. Da geht's. So, jetzt soll es verlassen, oder? Yep. Gut, so. Warum habe ich eigentlich so viele Flottbonbons und so wenige von den anderen? Mehr oder weniger wenige. Zahlangriff. Achso, ja, schon. Da warte ich ja, bis er dann endlich mal Flammenwurf lernt, mein Glurak. Zahlangriff, ja, war ich da eigentlich nicht erhöhen bei Garados. Da behalte ich mal die Bonbons lieber. Gengar ist schon hier ein Spezialangriffstyp. Genau, setzen wir bei Gengar ein. So. Nicht so oft, weil von denen habe ich nicht so viele. Und bei Simsala, der ist ja auch sehr spezialangriffslastig. So, natürlich wieder ein paar aufheben. Vielleicht habe ich noch andere Pokémon, die das brauchen. So, robust, Verteidigung.
Ja, keine Ahnung, das sollte ich eigentlich außerhalb von den... nicht unbedingt im Stream machen, weil es doch sehr langweilig ist. Vielleicht dann zwischendurch mal machen. Aber ist halt wichtig jetzt, damit ich hier auch ein bisschen schneller durchkomme und mehr aushalte. Naja, das muss ich auf jeden Fall nachher komplett außerhalb von den Parts machen. So. Ist egal, mit dem kämpfe ich ja eigentlich eh nicht. Lass uns da mal. Tun wir die Energie, macht was. Darf die KP an das Pokémon? Das klingt auch gut. Ja. Okay, ja, das braucht er schon parat von dem. Ich glaube, hier um eins zu erhöhen. So, aber Glor, das hilft auf jeden Fall. Ich mach's nur bei meinen zwei Pokémon, mit denen ich jetzt die ganze Zeit kämpfe. Und dann lasse ich es auch. Flappermann Plus. Stärkebonbon ist gut für den Angriff. Genau, weil ich dann da etwas nur Angriffsattacken. Okay, da war schon zwei. Dann hören wir lieber auf. Ratschebonbons, was machen die nochmal? Erhöht auf sämtliche Statuswerte eines bestimmten Pokémon. Okay. Ah, ist eine Plus. Rambonbon, Tambonbon, blablabla. Okay, das sollte ich dann ja auch sortieren. Kategorie natürlich. So. Muss man noch kurz nachdenken. Holzelt, vielleicht habe ich gar nichts mit Spezialverteidigung eigentlich. Im Spezialangriff meine ich. Zur Verteidigung habe ich schon. Energie ist KP, das ist Angriff, das ist Verteidigung, das ist Spezialangriff. Krebs, okay, okay. Wollte ich das überhaupt? Gardos? Nein, Stärke. Das ist da, Level 30. Okay. Also den Boys eigentlich nicht machen. Stimmt, bei Gara, das wollte ich Angriff machen. So. Wenn Kaskade und so noch stärker wird, obwohl der schon ziemlich viel hat. So, und bei Gluak wollte ich die Spezialangriff. Das ist Krebs, haben wir gesagt. Spezialangriff. Wollte ich bei Gluak, genau, weil der hat schon viel Spezialangriff. Dann will ich halt noch mehr, okay. Bringt halt jetzt dabei noch nichts. So, ich mache jetzt noch zweimal und dann rechts. So, okay, passt. Lassen wir es erstmal. Weil das ist viel zu langweilig. Das mache ich später. So. Habe ich irgendwie schon gekämpft? Ja, da war ich ja schon. Hier drin war ich noch nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Oh, hallo, du gehörst nicht zu Team Rocket, oder? Sag bloß, du bist hier, um uns zu retten. Fantastisch, vielen Dank. Wie kann ich mich... Ach ja, genau. Als Dankeschön für deinen beherzten Einsatz möchte ich dir dieses Pokémon anvertrauen. Ja, Lapras, einfach so erhalten. Das ist ein Lapras, ein überaus intelligentes Pokémon. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber ich glaube, über dieses viel besser aufgehoben. Du siehst aus wie jemand, der sich gut um unser Lapras kümmern wird. Es kann sehr gut schwimmen und dich außerdem auf seinem Rücken sicher übers Wasser tragen. Pass gut auf es auf. Und da macht ein Pokédex-Eintrag. Dieses freundliche Pokémon besitzt ein sanftes Gemüt und versteht die Sprache der Menschen. Auf seinem Rücken trägt es sie über das Meer. Cool. Ein Lapras geschenkt bekommen. Das ist ein Lapras, bla bla bla. Ja, jemand, der sich hören kann, pass auf. Jetzt ein Sonderbonbon. Na gut, dass wir da reingegangen sind. Team Rocket ist hinter dem Pokéball her, mit dem man garantiert jedes Pokémon fängt. Sie werden es uns bestimmt zwingen, ganz viele von diesen Masterbällen herzustellen. Das wäre gut. Ich werde euch nachher auch zwingen, wenn ich euch gerettet habe. Weil ihr seid mir dann ja was schuldig eigentlich. Also. Schwestern werden nicht brechen. Ja. So. Da waren wir 100% drinnen, wenn hier offen ist. Richtig. Ich merke, dass das Ende ist. Ja, sicher. Das lahme Quatsch haben wir schon angehört. So. Da drin war ich noch nicht, tatsächlich.
Na gut, dann müssen wir mal wieder kämpfen. Mal schauen, ob sich das gelohnt hat, die Fokun stärker zu machen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier einfach nach Herzlust und Laune herumstolzieren lasse. Wow, das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht lesen können. Ich soll vielleicht mal was trinken. Der gute Patrick. So, meine Initiative habe ich auch erhöht, aber das reichen wird bei einem ganz schön schnellen Elektroball. Weiß ich nicht. Nein, reicht nicht. Okay. Das war schon mal ein halbwegs guter Angriff. Mach nochmal Lutherschall bitte, das ist gut. Ja, 20 KP Schaden, Problem. Hier hast du 40 KP Schaden. Komm. Okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber theoretisch müsste ich mehr Schaden machen. Ein Porygon. Okay, cool. Fliegen einfach mal. Überstrahl hat hier auch gefällt. Müsste das sich dann wieder aufladen jetzt? Nein, normal nicht. Okay, dann ist gut, dass wir noch einen Schlag erledigt haben. Hier war zwar. Huch, verloren! Huch, verloren? Ja, na, wie findest du das Gebäude des Hilf kombinieren? Wahres Labyrinth, oder? Ja, es geht. Ich klappe einfach jedes Stockwerk ab. Dann benutze ich einfach ein paar von den Teleportern und dann lande ich mit Glück irgendwann da, wo ich hin will. So, das höchste, was wir waren, glaube ich, war das 7. Geschoss. Genau, hier waren wir noch gar nicht. Das heißt, wir müssen uns überall umsehen. Hat schon noch Herdumsen ein bisschen. Mann. Drei Überbälle, mal her damit. Und der nächste Forscher. Deine Pokémon haben Schwachstellen. Wenn ich sie ausnutze, kann ich gewinnen. Ja, ja. Das glaube ich. Wenn du Elektroball hast, hast du schon mal gute Chancen. Forscher Linus. Linus gibt es den Namen im Deutschen. Ich glaube nicht. Dann hast du Linus. So, kann ich jetzt den Mogmo wieder am Schlag jetzt besiegen? Ich bräuchte halt echt Flammenwurf, dann wird's locker gehen. Nicht ganz, aber er setzt den Glück an der Queen an. Da bin ich schon mal sehr froh darüber. Das Kloak enttäuscht mich nicht. Ja, okay. Das ist ein Blödsinn. Ja, schon mal ganz kurz. Einfach nur nicht selbst verletzen. Okay. Gut, dann hat er wenigstens sein Schutzschild. Jetzt kannst du aber angreifen. Also los. Immer noch verwirrt. Darfst du immer noch selbst an. Und Toxin. Ich habe leider noch keine Top-Genesung oder so. Das wäre echt sehr hilfreich. Weil ich eigentlich immer stark verletzt und vergiftet bin. So, dann sollte ich jetzt wechseln. Er setzt wahrscheinlich hier Schutzschild an. Und dann kann ich ihn dann mit Garados erledigen. Oder gab's noch mal einen Psychstrahl? Warum? Jedes normales Mok-Mok hätte jetzt Schutzschild eingesetzt. Jetzt Toxin eigentlich, aber okay, ich rechne mal mit dem falschen anscheinend. Egal, ein AP von Kaskade verloren. So, jetzt verbiss dich endlich mal. So, Volltreffer. Galura wollte ich jetzt endlich mal suchen, wann der endlich Flammenwurf lernt. Elektroball ist natürlich hier. Sehr schlecht, aber ich habe sehr gute Hoffnungen. Dass ich vielleicht sogar anfange? Nein. Weiter schade, du fängst von der Verteidigung. Musst du nicht Donnerblitz ansetzen? Anscheinend will es das nicht. Das kann man da erreicht auf jeden Fall. Jetzt habe ich halt nur Angst, egal welches Pokémon kommt. Okay, dann machen wir nochmal Level up. So. Wie schaut es mit deinem Werten aus? Ah, der Bauer ist immer top in Form.
Hydropumpe, ja, hätte ich schon Interesse. 80 Genauigkeit aber. Und ich, wie es bei mir so läuft, ist das nicht sehr gut. Kurzes Ziel beim Weltenwechsel mit den Anwohnern aus. Aha. Hab ich eigentlich auch noch nie eingesetzt, das Ding hier. Aber ich will, ich setze wieder Pumpe eh nicht an, weil ich immer Angst habe, dass es daneben geht und dann fangen es den nächsten starken Tag einzusetzen. Blacktag, wissen wir hergern? Kann wahrscheinlich Donnerschlag und ich bin weg mit einem Donnerschlag. Skade, ich bin schneller. Alles gut. Haha. Dachte schon, der Balken ist doch ein bisschen langsam. Weniger geworden, das soll man. Ich wurde besiegt, bevor ich irgendwelche Schwachstellen entdecken konnte. Was? Du hast eh eigentlich alles richtig gemacht, was du richtig machen konntest. So, Attacken, zeig mal her. Flammenwurf, Level 30. Warum kann man Glurak noch nicht Flammenwurf? Sollte man Glurak nicht Flammenwurf können? Ach, Generation. Wie kann ich denn das ändern hier? Siebte Generation, Level 47 Flammenwurf. 8. Generation, Level 30. What the fuck, warum haben die das so weit runtergesetzt in der 8. Generation? Okay, wo sind da zwei Dinger? Ah, okay, da ist das. Flammenwurf gibt es also doch als TM. Okay, aber halt noch nicht da, wo ich jetzt bin. Aber er lernt Level 47, das ist eh schon bald. Ja, richtig? 47, aber du hast es nicht erlernt. Was? Ach, das ist ja wieder eine falsche Edition. Bei der erlernt das erst Level 54, natürlich. 54. Ach du Heilige, wie lange muss ich noch mit diesen schwachen Attacken jetzt weitermachen? Okay, dann nimm da mal zwei Supertränke, Mr. Glurak, Sir, der keine guten Attacken lernt. Und dann lieber Heiler für dich. So. Naja, aber immerhin. Es ist eine Tatsache, dass das Ausnutzen von Schwachstellen einige Vorteile mit sich bringt. Denk zum Beispiel an die Wechselwirkungen zwischen den Pokémon-Typen. Ja, und das verstehe ich. Drei Superbälle, danke, dass du mir auch Tipps mitgibst auf dem Weg, die Morgen zu besiegen. Und drei Pokébälle. So, dann kann ich das jetzt wieder hintergrund lassen. So. Ja, da kann ich ja die Tür öffnen. Um hier hinzukommen, wo nichts auf mich wartet. Gut. Hier noch eine Tür. Hier rechts bin ich schon lang gegangen. Ich bin einer der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Das ist also der letzte. Mist, hier noch irgendwas gesagt. Warum? Wir sagen immer nur das, dann. Naja, was soll's. Was gesagt, du musst ja schnell Level 54 werden und Flammenwurf erlernen. Der Feuerschlag ist einfach nicht das Richtige für dich. Ist sowieso allgemein auch schwächer als Feuerschlag. Als Flammenwurf. Unglaublich, ich bin die älteste der vier Rocket-Schwestern. Dennoch hast du es geschafft, mich zu besiegen. Ich bin die älteste, hat es dann wahrscheinlich vorher gesagt. Gerard, du hast Schande über mich gebracht. Meine Schwestern werden mich rächen. Nö, das sind alles Musik. So. Ah, Heilung, das ist sehr gut. Und einen Beleber, das sieht auch noch Heilung aus. So. Meine Schwester Joy, pst, ich bin eine schöne Spionin, die sich als Krankenschwester ausgibt. Ihr seht erschöpft aus, wie wär's, wenn ihr euch hier kurz im Pausenraum ausruht? Das machen wir natürlich gern.
Wenn du jemanden verrätst, dass ich eine Spionin bin, dann setzt's was. Oh. Hey, Team Rocket, Rüpel in diesem Raum dort vorne ist eine Schwester, Krankenschwester. Obwohl du noch ein Kind bist, scheinen deine Pokémon dir schon sehr zu vertrauen. Oh, danke. Das ist ziemlich schlaues, hast du gerade gesagt, für einen Rocket Rüpel, darum war ich kurz verwirrt. So, Smogon sollte ich jetzt doch tatsächlich mit einem Schlag erledigen können. Bevor es mich vergiften kann. Nein, immer noch nicht. Ist auf Level 47 angehoben. Und den Angriff auch noch mit unserer Bonbonsaft angehoben. Trotzdem nicht. Naja. Vielleicht später. Vielleicht irgendwann. Irgendwann bestimmt. Smogon hat also mehr Verteidigung als Alpollo. Okay, nein, klar. Macht Sinn. So, mein Gänger wächst und gedeiht. Urg. Hätte ich doch nur schon in deinem Alter mit dem Trainieren von Pokémon angefangen. Ja, jetzt ist es zu spät. So, hier ist ein Teleporter. Vielleicht ist der sehr gut. Ich habe keine Ahnung.